Hallo zusammen. Im Titel steht, China geht den Strom aus. Und zwar haben wir Lithiumbatterien gekriegt aus China, einen Container voll. Und diese Batterien sind alle nur zwischen 10% und 20% geladen. Und ich habe ja eine App dazu, oder auch nicht, da komme ich dazu. Wir sehen ja hier auf dem App, die ist jetzt 100% geladen und hier habe ich die Spannung und das Ganze. Und hier habe ich auch die Spannung, der Strom, der ist natürlich jetzt 0. Und hinten die Einzelzellenspannungen. Und hier kann ich die Batterien anwählen, die ich habe. Also hier melden sich jetzt alle Batterien, die ich hier im Lager habe. Nur es geht noch einen Moment. Und das sind jetzt etwas über 1000 Batterien, die wir bekommen haben. Hier geht es dann immer noch weiter. Die melden sich jetzt an. Und ja, vielleicht sind es jetzt 1000 Stück, also wenn ich hier runter scrolle, hier die richtige Batterie zu finden nach Nummer wird schwierig. Jetzt haben wir diese Batterien bekommen, die kam jetzt Mitte letzten Monat, wir sind die Batterien jetzt am Hochladen, wenigstens auf 90% bis 100%, weil die Batterien haben eine Selbstentladung offiziell von 3% pro Monat. Das heißt, wenn ich jetzt die vielleicht jetzt 10 Monate hier habe, weil wir nicht so viele verkaufen, das ist jetzt ein Jahresbedarf, dann werden die im Monat 30% entladen. Aber ich bin mir da noch nicht sicher, weil wenn da immer wieder das Bluetooth eingeschaltet wird, kann es auch ein bisschen mehr sein, denke ich mir. Also haben wir die Batterien jetzt hochgeladen. Ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich nachher in der Einkarte, wo man sieht, was passiert, wenn man Batterie lange ungeladen rumstehen lässt. Wir haben ja 6 Batterien jetzt im Sortiment und zwar haben wir die, die neu gekommen sind, die 100, 150 und 200 AH. Die lassen sich ja auch alle öffnen. Habe ich ein Video gemacht dazu. Und dann haben wir noch 100, 150 und 200 AH Batterien ohne Bluetooth. Und zwar, die haben wir hier oben gestempelt. Bluetooth nicht aktiv. Diese Batterien haben ja, die haben ein Bluetooth. Aber es zeigen nicht immer das Richtige an. Mal zeigen sie die Hälfte Strom an oder sie haben 100.000 Zyklen drauf. Oder die prozentuale Anzeige ist irgendwas falsch, weil wir haben die vorletzte Serie bekommen, wo wir Probleme haben mit dem Victron Solarregler, dass der uns das Bluetooth-Signal zerstört. Haben wir jetzt alles behoben und diese Batterien verkaufen wir ohne aktiven Bluetooth. Ihr könnt zwar reingehen, ihr könnt das anschauen, aber ohne Gewähr, dass das funktioniert. Aber die Batterien kosten jetzt ca. 100 Franken weniger als diese. Einfach ohne Bluetooth oder ohne Bluetooth, was sauber funktioniert. Wenn ich weiß, dass da nur der halbe Strom angezeigt wird, oh, dann kann ich leben damit. Mal 2 rechnen, Punkt, fertig. Meistens brauche ich ja den Bluetooth nicht aktuell. Das andere ist, ich mache einen Joint dazwischen, der kostet 50 Franken. Da habe ich auch eine externe Anzeige, muss nicht immer das Handy vornehmen. Und so haben wir jetzt neue Batterien bekommen, alle hochgeladen. Oder wir sind noch, glaube ich, dran ein bisschen. Weil wir laden momentan etwa mit 400 Ampere Ladegerätekapazität. Also, wir sehen, Container, 1000 Batterien, da hat es schon ein bisschen Amperestunden drin. Oder eben nicht drin, weil die Chinesen vielleicht zu wenig Strom haben. Jetzt sind wir das am Hochladen mit solch einer Kapazität.
jede Batterie aufmachen, anschließen, 3-4 Stunden warten, wieder einpacken. Hier der Katalog, den könnt ihr unten downloaden oder auf der Homepage Stromversorgung für Kühlgeräte. Wir machen ja Kühlgeräte, aus diesem Grund brauchen wir die Batterien. Und hier sind dann die technischen Daten drin von den Batterien und die Preise. Weiter hinten drin im Katalog sind dann Solarpanels, Wechselrichter, Batterieboxen, Solarregler, ja alles. Und dann hinten drin solche Beispiele, zum Beispiel Dachzeltcamper-Set, bestehend aus einem Panel, Regler, Ladegerät, Batteriebox und einer Kühlbox. Da kann ich dann auch zum Beispiel noch die Kaffeemaschine betreiben, wenn es sein muss. Ja, da sind so verschiedene Muster drin, Vorschläge, aber die sind unverbindlich. Das muss man je nach Situation anpassen. Der eine braucht eine größere Kühlbox, der andere eine kleinere Kühlbox. Schaut euch den Katalog an, unten downloaden. Hier mache ich euch das Video über diese Victron Solarregler. Dass die mit dem Bluetooth, bei unseren alten Batterien hat man ein anderes BMS drin, das zerstört. Durch das haben wir jetzt auch diese Batterien ohne Bluetooth. Und hier unten das Video, wenn man die Batterien zu lange ungeladen rumstehen lässt. Also wenn ihr ein Lithium habt, immer wieder schauen, dass die wenigstens über 20% Kapazität ist. Und halt mal wieder laden oder eine Solarzelle dazu hängen, dass die Batterie wieder geladen wird. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.